Einen wunderschönen Montagabend. Hallo Chris, schön, dass du da bist. Schön, dass du Feierabend hast, vor allem. Oh, ich habe gerade gesehen, ich habe den Deckel meiner Kanne vergessen. Hervorragend. Hoffen wir, dass der kleine Mann nicht in die Teekanne fällt heute. Ja, das kann ich nicht mehr gebrauchen. Ja, wie ihr seht, es ist 17 Uhr, viel zu früh und wir spielen Visage. Was ist hier nur los? Ich will das Spiel einfach nur durchknüppeln. Ich war sogar so dreist und habe ein bisschen die Komplettlösung geschielt, dass ich ungefähr weiß, wo ich noch die Tapes finde, die mir fehlen. Das sind ja eigentlich nur zwei Stück. Und so ein bisschen, wo ich danach hin muss, ne? Durch, dass ich es wieder vergesse hier. Ja, ja, halbe Stunde später. Ja, ne. Ist quasi dieses erstmal ausatmen, dass es vorbei ist und so. Man muss erstmal verarbeiten, dass der Arbeitstag vorbei ist. Da geht auch eine halbe Stunde sehr schnell rum. Ja. Und weil ich es einfach nur hinter mich haben möchte, so ein bisschen, aber weil ich es auch einfach sehen will, jetzt schon 17 Uhr und vielleicht ist danach doch noch Edna drin. Mal gucken. Oder Sims. Ich habe mir ganz viele Packs gekauft. Wir müssen das ausprobieren. Mit den Babys und so. Ich will das ausprobieren. Ja. Ach, geil. Oh shit, mitten im Dunkeln. Ja, lauf. Das ist nicht gut. Hier, guck mal, da ist ein bisschen Licht. Wieso stehen wir denn so im Dunkeln? Egal, aber hier ist direkt ein Tape, das ist super. Habe ich auch nämlich nie reingeguckt. Addiction, genau. Und Hallöchen, Lexi. Kammer 1, das andere, ich glaube, das war im Regal. Noch viel schlimmer versteckt eigentlich. Bei Regal habe ich in der Regel fast alle durchgeguckt, ne? Meine Kerze ist runtergebrannt. Jemand hat das Licht ausgemacht, glaube ich. Es war definitiv schon mal heller, fand ich. Ach nein, die Sicherung war ja auch noch mal aus. Oh. Was ist denn das Radio? Und das Radio brennt. Ein anderer Song halt. Und genau, dazu gehört auch irgendwie, dass wir noch... Was haben wir denn noch dabei? Das lasse ich hier. Pillen lasse ich hier. Wir nehmen aber noch einmal Glühbirni mit. Und dazu gehört auch, dass wir noch die Bilderrahmen sammeln, die Lian. Ich hatte ja nur eins gefunden. Ja, das ist das andere. Das sollten jetzt alle gewesen sein, hoffe ich. Meister von Twains Erinnerung. Ja, genau. Es geht mich um Twain jetzt, den Charakter, den wir eigentlich ersteuern. Ich sehe Lust auf Sims. Ja, das soll ja auch. Ach, guck mal, hier ist direkt einer der Bilderrahmen. Ha, man kann die einfach so finden. Hab ich das gewusst. Ja, ich habe die Liste hier gerade ein bisschen noch liegen. Die schreibe ich mal eben noch durch. Wenn ich jetzt schon mal hier war. Fortschrittszimmer erledigt. Das haben wir. Das haben wir. Und dann gehen wir jetzt die Videos nochmal durch. Damit wir die ganzen Maskenstückchen sammeln. Das war nämlich das, was wir die ganze Zeit bekommen haben. Ich dachte ja immer, das gehört irgendwie zu dieser Puppe auch. Aber war gar nicht. Und ja, das sind Maskenstückchen, die wir sammeln. Ich kann mir, glaube ich, nirgendwo anzeigen lassen, wie viele ich gerade habe. Aber ein paar müsste ich haben. Spiel Sims. Mach Lexi und die Doggos. Oh ja. Die müsste man eigentlich echt perfekt erstellen können. Welchen fangen wir jetzt an? Welches haben wir denn drinne? Addiction. Machen wir das als erstes. Ja, perfekt. Also wie ich es mir dachte, die sind schon irgendwie wichtig, aber das ist halt so die, ja, Twains-Geschichte halt. Ein paar hatten wir schon erledigt. Man hat halt immer diese... Home-Videos? Sieht sie wirklich glücklich aus, frage ich mich gerade. Oder nicht? Okay, aber das war, glaube ich, das Schlafzimmer. Der kleine Mann ist da, deswegen geht mein Mind gerade runter. Mich erschreckt. Bitte nicht meinen Tee trinken. War das Schienen? Gut, ich muss ein bisschen lauter machen. Sonst habe ich nicht so viel Angst. Vor allem höre ich dann eure Sound-Alerts besser.
Die ist aber fies, die Mutti, die ist richtig fies. Hallöchen, Shadow. Ja, Horror. An der Leiter. Ja, das habe ich erkannt. Okay. Ist die Mutti jetzt fertig? Mit Kinderquälen? Das kann auch jede Tür gewesen sein. Die sehen hier alle gleich aus. Okay, ich glaube, das war's. Gehen wir erstmal gucken. Bei ihr habe ich jede zweite Szene das Gefühl, dass sie das Baby umbringen will. Das dachte ich mir am Anfang direkt. Ich dachte ernsthaft, sie zerquetscht das irgendwie. Aber ich finde, durchkitzeln ist jetzt auch nicht gerade die Feine. Feine Englische. Oh ja, das ist definitiv hier. Licht angemacht. Und ja, Lichtschalter funktionieren so aus und ein. Nein, ich tue niemandem was. Ich doch nicht. Aber die Frau in dem Fernseher. Ich doch nicht. Nein. Ganz kurz gucken. Ja, keine Ahnung. Mehr habe ich mir auch nicht aufgeschrieben. Ich werde schon schaffen, ne? Hallöchen, Mine. Hallo, Frau Annie. Ist das dunkel wieder hier? Kleiner Mann, nicht hingucken. Das ist nichts für dich. Bei Bettenspielen findet er richtig witzig. Was ist das? Dosen. Nein, die kannst du nicht haben. Stop it. Stop it. Nein, nicht auf die Tastatur, Junge. Junger Mann, was haben sie heute wieder? Oh, einmal Kitten entführen. Annie ist die größte Mörderin von allen. Das lässt das nur niemanden sehen. Ja gut, das stimmt. Ich mach's heimlich. Vielleicht ist das gar nicht Chris. Vielleicht ist das ein Bot, den ich geschrieben habe. Why, hello there, chap. I've been waiting for you for quite some time now. Oh, cool, der ist so ein Pissmaske auf. Aren't you? Care to share a drink with me? Care to share a drink? I can drink with you, boy. Hatte mal vielleicht eine freie Hand dafür? How can I drink? Oh, hier. Hä? Ich will doch was trinken. Will ich nicht? Sieht aus, als wäre schon eingegossen. Der verarscht mich doch gerade. Verstehe ich es nicht. Ich mag es, wenn ich ihre Heimvideos durch meine versteckten Minicams aufnehme. Ich bin in Wahrheit Annies Videosklave. Ich hab Angst. Mine, wie geht's dir so? Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende. Das ist eine andere Frage. Ich muss mich hinsetzen. Ach, hinsetzen. Ach, du What a look you have. Are you tired somehow? I get you. It's hard to rest in this place, isn't it? Yes, I know. I've been here for quite some time, you know. And I'm glad you came along. But hey, we're here to talk about you, right? Never mind my foolish burdens and talk to me. So, you feel confused, don't you? I understand. Everything has been really blurry since you woke up, hasn't it? Do you even know your own name, old friend? Dwayne, of course. There's no mystery here, but I can see that you are wondering if this is real. I can assure you, although this might not reassure you, that it is very real. In fact, one might say that this is the first time you're facing reality. No, no, don't look at me like that. I'm on your side, Dwayne. We've been friends for so long, after all. Who am I? Ah, you've always been like this, haven't you? Always asking the wrong questions. Dwayne. Listen to me here. The real question isn't who am I, but who are you? Dwayne, but that is nothing but a name, my friend. I'm not asking about a name. Das Gefühl, das ist keine Unterhaltung. About who you are. Das ist keine Unterhaltung. Now, Dwayne, shush a little bit and take a sip. Remember, you and me, we go a long way. I'm on your side. Deswegen bist du uns keine Fische. Das würde der Hauself gar nicht zulassen.
Oh, auf die Freundschaft. Cheers. Alter, was ein Schluck. Ich habe gestern auch meine Whisky-Vorräte nochmal angeguckt. Ich war erst verwirrt, weil ich nur eine Flasche gefunden hatte. Are you a fucking murderer? No? Well, what could be the reason behind all that drinking and drugging then? What's up with you? Oh. You've been seeing things, you say? Things, hmm? Things like that? Don't you worry, my friend. Just take a sip and everything's gonna be back. Okay. Go ahead. Drink a little of this wonderful poison. Von diesem schönen Gift. Kann nur besser werden, ganz im Ernst. Hab ich doch. Er zwingt uns ja quasi, ne? Achso, mein Freund ist der Hauself. Der nicht genannt werden darf oder so. Der immer im Hintergrund irgendwie agiert und mir manchmal Essen bringt oder so. Ist einfach der Hauself. Ich hab doch schon getrunken. Soll ich nur trinken? Ich trinke nochmal. Schadet nicht. Cheers. Aber, bekommt gar keinen Fisch. Wir haben gar keinen Fisch. Er bekommt gar nichts. Oh. See, ain't that sweet? You know you can always rely on. Nur noch die Geräusche sind da viel besser. Yeah. You remember the coarse taste that burns and slides down your throat, ominously bringing relief and dulling of your senses. Come on, take another sip. You know you want it. Allein das Erstellen von Hunden ist so geil. Das, da kriegst du schon direkt die ersten 1000 Leute. Sollen wir trinken? Lieber aufhören? Am Ende ist es das Rattengift, ne? Cheers. Es gibt wirklich teilweise den Moment, wo ich sage, ich kann nicht mehr essen. Er gibt mir nämlich immer teilweise Hälfte, Hälfte und ich sagte immer, nein. Ich kleines Mädchen, du großer Riesenmann.